In der Schweiz leben etwa 10'000 Menschen, die seit der Geburt gehörlos sind. Roland Herrmann ist seit der Geburt gehörlos. Er arbeitet bald 20 Jahre als zertifizierter Schweißer bei SR Technics am Flughafen Zürich. Claudia Freihof ist Gebärdensprache-Übersetzerin. Regelmäßig übersetzt sie den Gottesdienst in ihrer Kirche. Markus Münger hat seit wenigen Monaten ein Cochlea-Implantat. Nun muss er sein Hirn trainieren, damit er wieder hört. Und bei der Familie Hersche sind die Eltern gehörlos, aber ihre Kinder hören gut. Trotzdem wird bei ihnen ganz viel kommuniziert. Nur gehörlos, nicht behindert. Im Fenster zum Sonntag.